irgendwie leicht. Der hat kaum Gegenwehr gezeigt. Laut Hao Yu war Ling Shengsu nicht mehr weit, allerdings war weder von ihm noch von den Mönchen eine Spur zu entdecken. Ohne Vorwarnung wurde mein Kopfschmerzen plötzlich wieder beinahe unerträglich. Alles okay? Dadge Master! Es war ein alter, weißhaariger Mann. Das sieht nicht gut aus. Halt still. Om Vajrayuzu Svaya. Geht es dir jetzt besser? Ich hatte zwar keine Ahnung, wie er meine Schmerzen gelindert hatte, aber ich danke ihm überschwänglich. Auf den zweiten Blick war das gar kein gewöhnlicher alter Mann. Er hatte stechende blaue Augen und wirkte hervorragend in Schuss. Seiner Haltung nach zu schließen, war er ein mächtiger Krieger. Mir fiel wieder ein, was Hao Yu mir über einen legendären Kampfkunstmeister erzählt hatte, der im Ling Shengsu unterrichtete. Anscheinend unterbrach er seine Meditation nur, um sein Wissen weiterzugeben. Der Mann vor mir passte auf Hao Yus Beschreibung. Er musste derjenige sein, den ich suchte. Hastig erzählte ich ihm alles, was Hao Yu mir erzählt hatte, wie Haoran der Verderbtheit anheim gefallen war und von der Medizin, die ich von dem Mann in Schwarz erhalten hatte. Ich verstehe. Während er meiner Geschichte lauschte, wurde seine Miene ernst. Folge mir! Der Mann führte mich zu einem herrlichen Tempel tief in den Bergen in dieser Umgebung. Klare, sprudelnde Ströme flossen. Wir betraten ein gemütliches, karges Steinzimmer und der Mann entspannte sich wieder. Gibt es etwas, das du mich gerne fragen würdest? Das scheint eine alte Medizin aus Westeuropa zu sein. Sie kann nur mit Wissen hergestellt worden sein, das lange verloren geglaubt war. Wahrscheinlich besitzen nur noch Erben eine lange Tradition und eines hohen Ziels, das Wissen, um sie herzustellen. Das Böse scheint noch nicht gänzlich von ihm Besitz ergriffen zu haben. Vielleicht kann ich dir helfen, ihn zu heilen. Allerdings muss er die Dunkelheit selbst vertreiben, die ihn befallen hat. Nur wenn sein Herz stark genug ist, gibt es für ihn Rettung. Also, er ist des Todes. Du bist etwas Besonderes. In dir schlummert eine große Macht. Du bist in ein bedeutendes Schicksal verwickelt worden. Und wo es dich hinführt, ist ungewiss. Es gibt hier einen jungen Mann mit einem ähnlichen Schicksal. Ich möchte gerne, dass du zu einem Trainingskampf gegen ihn antrittst. Warum ich jetzt gerade so still bin, ist diese Geschichte, die wir erleben. Läuft parallel mit der Hauptstory dieses Spiels. Ich habe ja die Geschichte von wie heißt der nochmal? Dieser Stab,
Typ da. Auf jeden Fall, wo ich die Geschichte von dem gespielt habe, habe ich gegen mein Ich aus diesem Spielstand gespielt. Finde ich mega geil. Wir kämpfen jetzt gegen gegen Killik. Gegen Killik werden wir jetzt kämpfen. Ich war zwar vollkommen verwirrt, konnte aber keinen Grund erkennen, ihm seinen Wunsch abzuschlagen. Könnte also auch sein, dass wir mit den anderen Stories, wenn wir jetzt zum Beispiel gegen Maxi kämpfen werden oder so, dann werden wir wahrscheinlich auch in der Story von Maxi auftauchen. Finde ich mega cool. Da er mir helfen wollte, Haoran zu retten, stimmte ich freudig zu. Killik, dein nächster Gegner wartet. Wer ist es? Kämpfe, dann wirst du die Antwort vielleicht selbst erkennen. Wie ihr wünscht, Meister. Und ich habe mich schon gewundert, warum ich gegen mich selbst kämpfen durfte. Aber richtig cool gemacht. Das heißt, die Geschichten sind miteinander verknüpft. Alter, drei Runden? Willst du mich ärgern? Oh. Geht baden. Aber Taki ist auch cool. Aber wenn ich ein bestimmtes Level erreicht habe, wechsle ich natürlich wieder die Waffe, weil kriegt man halt wenigstens bessere Waffen und so. Und hast du was gelernt? Ja, ich habe Gleichgewicht gesehen, das zwischen dem Ich und der Dunkelheit kaum aufrechterhalten werden konnte. Ich verstehe jetzt auch, warum sehr viele Charaktere aus dem letzten Teil hier nicht mehr vorhanden sind. Weil dieses Spiel spielt nach dem ersten Teil. Ich weiß nicht, ob es noch auch nach dem zweiten Teil spielt, aber es spielt auf jeden Fall vor dem letzten Teil. Also ist fast schon wie die Anfangsgeschichte. Ich müsste mal in die Chroniken nachschauen, wie das zeitlich so aussieht, wann was war. Ich verstehe, dann ist es fast soweit. Weil hier existiert ja auch noch Sophitia als Charakter. Und im letzten Teil war sie, glaube ich, schon verstorben. Da haben ihre Kinder sozusagen gekämpft. Meister, mach dir keine Sorgen. Ab mit dir. Du hast noch dein tägliches Training vor dir. Ich frage mich nur, warum der Edge-Meister nicht als spielbarer Charakter gilt. Aber ich kann mir gut vorstellen, warum. Ich glaube, der hatte alle Waffen-Intus.
bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie der war. Oder er ist spielbar, man muss ihn nur freischalten. Killick verbeugte sich und ging dann. Die Sonne war zwar bereits untergegangen, aber er war mit seinem Training immer noch nicht fertig. Ist. Wieso kostet das so viel? Ich muss erst woanders hin, um da... Egal. Auf dem Rückweg zum Tempel fragte ich den alten Mann, ob ich ihm eine Hilfe gewesen sei. Zu rechter Zeit wird dir alles klar werden. Hauran zeigt da kein Zeichen eines baldigen Erwachens. Ich musste ihn bei dem alten Mann lassen, obwohl ich mir nicht sicher war, ob er helfen konnte. Er scheint ein eifriger Kampfkünstler zu sein. Sein Körper ist stark. Er wird schon bei Zeiten aufwachen. Kann es sein, dass momentan mein Internet stabil bleibt? Ich sehe ihn nicht mehr so häufig in den roten Bereich wandern. Finde ich gut. Mir fiel wieder ein, dass Hauran gesagt hatte, er habe trainiert, um Selbstbeherrschung zu erlangen. Wer dem Bösen gegenübersteht, muss sich selbst stellen. Hauran wusste von der Dunkelheit in seinem Herzen, würde er mit seinem Sinn leben können? Die Antwort darauf kannte nur Hauran. Das ist zweifellos eine schwere Frage. Auch du wirst sie früher oder später beantworten müssen. Unruhig blickte ich den alten Mann an. Er starrte mich durchdringend mit seinen weißen, traurigen Augen an. Es schien, als gäbe es nichts, was er nicht wüsste. Bevor ich noch etwas dagegen tun konnte, erzählte ich ihm alles, was mir widerfahren war. Er hörte mir ruhig und geduldig zu. Ich verstehe, dann gehörst auch du zu jenen, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen wollen. Mein Kopf begann zu dröhnen, was mich daran erinnerte, dass ich einen Astralriss finden musste. Ich erklärte, dass ich nach Kroraina gehen musste und dankte dem alten Mann für seine Hilfe mit Hauran. Er nickte mir zu. Als ich mich reisefertig machte, stattete mir Killick einen Besuch ab. Hallo Zeneta. Der Meister hat gesagt, ich solle dir bei den Reisevorbereitungen auf die tückischen Bergstraßen helfen. Wir kannten uns zwar erst kurz, aber irgendwie fühlte ich mich mit Killick verbunden. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns wiedersehen werden. Dann freue ich mich schon auf eine Revanche. Killick verabschiedete mich. Und ich trat meine Reise nach Kroraina an. Wir sind erst in Kapitel 2. Immer noch. Merke ich gerade. Na, ich denke mal, ein Kapitel spiele ich, bevor ich dann das Spiel wechsle oder bis ich mal den anderen Story-Modus weitermache. Ich stieß auf einen Karren, der mit Waffen voll beladen. Das brauche ich ja nicht lesen eigentlich. Ein unbekannter Gegner mit einer Axt. Okay.
Kann ich meine Waffe schon wechseln? Nein. Auf dem Weg nach Koraina gelangte ich an einen Wagen, der mit Waffen beladen war. Wahrscheinlich von einem Waffenhändler. Als ich kurz überlegte, wohin der Wagen wohl unterwegs war, kam er plötzlich zum Stehen. Der Wagen erbebte, als ein riesiger Mann von ihm herunterstieg. Er war größer als ein Felsblock. Du haben starke Waffen! Ich, Ruslan! Starke Waffen nur für Starke! Du schwach aussehen! Boss sollte Waffe haben! Ruslan kam seine gewaltige Axt schwingend auf mich zu. Da mit ihm eindeutig nicht zu reden war, zog ich hastig meine Waffe. Ruslan. Ja, man weiß gleich nicht, wie ihm geschieht. Mit Taki komme ich eigentlich gut klar, also mit diesem Waffenset. Ich find's cool, dass man nicht auf eine Waffe bezogen ist, sondern wirklich alles Mögliche spielen kann. Das ist voll der Astaroth hier. Ich weiß noch, wie ich in Soul Calibur 2 als Link jeden Gegner versucht habe, am Rand zu halten und ihn dann runterzuschmeißen. Ich würde mir wünschen, dass es wieder so... dass Link zum Beispiel auch wieder in Soul Calibur vorkommt. Ach du Pisser! Na, wie schmeckt das? Ruslan. Der Kampf endete, als Ruslan gigantischer Körper gegen den Wagen stieß und eine wahre Waffenlawine sich über ihn ergoss und ihn zu Boden drückte. Ich kann nicht bewegen! Einige Waffen sahen aus, als könnten sie mir auf meiner Reise noch nützlich sein. Das Waffe vom Boss! Du stark, aber Boss stärker, deshalb das seine Waffe! Ich ignorierte Russlands Proteste und suchte mir eine feine Waffe aus. Nein, dafür du bezahl, ich nie vergesse! Ich krieg doch jetzt nicht eine Taki-Waffe, oder? Nur weil ich Taki auf... als Stil jetzt hab, oder? Scheinbar doch. Egal. Ist eh schwächer, was zur Hölle? Dann nehme ich mal Maxi.